Ja, stimmt. Ja, geilo. Genau, hier, wenn ich sie bewege, unterschiedlich, dann bewegen sie sich unterschiedlich. Was dir nicht alles auffällt, ey. Oh, okay, da kommen jetzt wieder Gegner. Wir haben wieder eine Flak Cannon 2. Die Flak Cannon 2, das war. Okay, wir müssen es auch austauschen, weil das ist einfach die 2 und Plus. Und wir haben nur die Plane. Das heißt, wir werden die austauschen. Hey. Also die Hamburger hier haben hier. Die. Genau, Rockfish Games heißen sie nämlich. Die haben verdammt viel Liebe reingesteckt. Ja, mir fällt gerade auf. Habe ich denn eigentlich getwittert, dass wir Everspace spielen? Oder war ich auch dafür zu verpeilt? Ich schau mal eben nach. Ach ja, und ich sollte noch meine Pizza bestellen. Ich habe nämlich nichts gegessen noch, weil ich bin ja eben erst aufgestanden. Und, ja, ich glaube, ich habe nämlich nicht getwittert, dass wir Everspace spielen. Genau. So, Quote. Ganz vergessen zu erwähnen. Vergessen zu erwähnen. Wir. Nein, nicht ET. Wir spielen heute Everspace von Rockfish Games. Schaut und hört zu. Awesome. Verdammt geiles Spiel. Verdammt. Geiles Spiel. So. Und jetzt kriege ich natürlich meinen Link nicht mehr rein. Aber ich habe ja eh gequotet, oder? So. Ja, kenn das. Genau, hier. Und jetzt hier wieder Action Freeze. Oh, wir sehen halt schon ziemlich kaputt aus, ne? Das ist tatsächlich ein Vorteil an der Außenansicht. Man sieht tatsächlich schnell, wo das mal kaputt ist. Das merke ich an der Innensicht halt gar nicht mehr. Das wäre noch irgendwie cool, wenn man da das eher merken würde. Oder bin ich einfach zu blind? Okay, wir sind jetzt auf Hälfte. Und vermutlich sehen wir auch irgendwo in unserem Cockpit, dass da irgendwas kaputt ist. Ja, nur neuer Lack, ich glaub's auch, ey. Ah, wir brauchen eher ein bisschen mehr Lack, damit wir hier mehr Credits finden. So sieht's aus. So. So, machen wir mal hier ein paar Lichter noch weg. So. Licht da aus. Licht hier aus. Ein bisschen Speed drumherum geben. Und ich glaube, wir müssen tatsächlich abhauen. Oh. Hoppala. Nein, wir müssen nicht zu viel umgehen. Oh, die feuert schnell verflucht, ey. Wie gut ist das denn? Also ich wusste ja schon, dass die neue Flak ein bisschen schneller schießt. Das hatten wir ja schon beim. Oh, da hat sie noch eine Rakete losgeworden. Die ist ja schon. Hat er ja beim letzten Mal schon paar mehr Flak-Dings losgelassen, aber. Okay. Ja, genau. Irgendwo ist hier noch eine Scheiße. Ah, hier. Oh, fuck. Oh, fuck. Must I reset to nursery level astrophysics? If you hit a large solid object, it will cause damage to the craft. Wir sind voll gegen den Scheiß. Gegen den scheiß Stein geboostet. Nein. Aber. Ach ja. Gut zu wissen. Ich habe das nämlich nicht mehr mitbekommen. Ich glaube, wir haben. Ich weiß doch gar nicht, wie viel Schaden wir jetzt gerade in den letzten paar Minuten bekommen haben. Das muss ich mir eventuell dann mal in der Wiederholung nochmal anschauen. Weil, fuck. Da haben wir richtig Schaden bekommen. So. Wir können jetzt auch mal schauen, ob wir hier. Wir haben jetzt wieder 2600 bekommen.
Wir können jetzt irgendwie 2300 rein investieren, dass wir mehr Loot bekommen. Das könnten wir machen. Ja, das war definitiv die falsche Richtung. Da stimme ich dir zu. Ich kam nicht mehr auf die Bremse. Und ich hätte nach... Das Problem ist, die Rakete kam schon von oben. Deswegen, wenn ich jetzt nach oben gestingst wäre, dann... Ja, wäre ich halt voll in die Rakete. Ich glaube, das wäre auch nicht so gut gewesen. Aber... Wir können ein bisschen langweilig mit mehr Geld investieren. Aber ich glaube, das müssen wir eh auf lange Zeit, weil wir kommen jetzt so langsam an die Grenzen, was wir mit unserem Geld, was wir auf so einem Run sammeln, irgendwie sinnvoll Dinge machen. So. Deswegen müssen wir jetzt mal so langweiliges Zeug kaufen. Oh, 4 Credits mehr und wir hätten halt noch 400 gehabt. Dann hätten wir irgendwie geile Sachen kaufen können. Gut, nochmal. Trading. Nee, wir gehen. Versuchen wenigstens hier das Geld auszuschöpfen. Wegen 4 Credits. Ärgerlich. Ja, von Hälfte zu Tod, das war schnell. So, aber machen wir weiter. Und mir fällt gerade auf, dass mein Lautstärke-Mixer total im Weg ist. Ich sehe gerade gar nicht, ob denn irgendwie noch andere Leute hier im Kanal wären. So. So. Ah, hier alles mal in den Vordergrund holen. Und jetzt noch Chatty dazu. So, und dann gehen wir hier wieder ins Spiel rein. Genau. Hier, Spiel drin und genau, so. Fangen wir an. Da drüben. There is a wanted criminal in the vicinity. Oh. Annihilating him could earn you a substantial reward. Coordinates have been added to the map, should you wish to undertake the mission. Das ist doch gut. Und ich würde sagen, wir fangen mal direkt an, indem wir hier scannen, weil hier sind 3 Wracks, wie ich gesehen habe. Und ja, da lohnt sich doch das Scannen. Okay, dann wechseln wir wieder auf unsere Flak. Okay, hier wird auch gleich mal wieder direkt scharf auf uns geschossen. Und wir schauen, dass wir uns hier wehren. Oh ja. Hinter uns, was ich auch nicht bemerkt habe, wir machen unser Turret mal an. So, hier. Soll er sich um unser Turret kümmern? So, hallo. Ja, Beamlaser könnten wir eventuell gebrauchen. Können wir mal schauen. Gegen unseren Fusion Blaster. Der Beamlaser. Wir können es ja mal tauschen. Und genau, wir haben jetzt hier. Das ist unser Beamlaser. Ist auch irgendwie langweilig. Und er macht prinzipiell auch gar nicht so viel. Ah, okay, er hat Range Mod M-Quad, MK2 und Energy Consumption Mod. Hat prinzipiell wenig. Ja, nee. Verschrotten war. Und ich sollte tatsächlich auch öfter mal meinen Fusion Blaster einsetzen. Weil, ach, 27 Fuel lassen sie uns da. Jetzt, wo wir sie noch gar nicht brauchen. Na, dankeschön. So. Und du schreibst irgendwas über mein Cockpit-Display. Wird immer schlechter, so weniger Leben ich habe. Ja, das glaube ich. So. Oh. Ah, hier. Drohne. Irgendwo schießt noch was auf uns. Nochmal so ein Ocker-Fighter. Hier ein bisschen vorhalten. Das mag ich nämlich an meiner Flak. Ich muss da gar nicht so krass vorhalten. Und vor allem, es hat Sprengradius. Das heißt, ich muss gar nicht so genau zielen, was mit dem Controller tatsächlich eine super Sache ist. Ich spiele nämlich hier mit dem Controller und nicht mit Maus und Tastatur, wie ich normalerweise spiele. Aber weiß nicht. Oh, ein Missile Defense System. Sogar plus. Das finde ich total gut. Was kann das denn? Das ist sogar ein Device. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Das heißt, wir können das so oft einsetzen, wie wir wollen. Also, Devices sind super wertvoll. So, was hier? Mineable Ore, Mineable Container. Dann haben wir hier noch so einen Tech-Container. Den sollten wir uns zuerst kümmern. Jetzt, wo der so nah ist. So, komm. Mainframe Override.
Okay, overrides the target's ship control unit and makes them fight on your side. Enemy resistance to these attacks varies and you can only have one active target at a time. Verdammt. Das hört sich auch ziemlich nett an. Nehmen wir das jetzt statt dem Missile Defense System? Oder. Vor allem die Range ist 4000. Ich glaube, das tauschen wir aus. Das tauschen wir aus. Das hört sich total gut an. Oder wir können es wegen die Gatling Turret auch austauschen. Machen wir das, weil Gatling Turret, die kriegen wir bei jedem Mal, wenn wir neu starten. Und die beiden habe ich jetzt noch nie getestet. Machen wir. So. So. Genau, wir können eigentlich auch mal unsere Combat Drone deployen. Das wäre doch mal noch was. Und genau, so. Dann schauen wir mal, was wir hier so weiter finden. Na, Gene V-Fighter brauchen wir nicht. Mindable Crystal hört sich schon besser an. Warte, da drüben ist noch ein sehr, sehr naher Container. Ah, ja, den nahen Container sollten wir vielleicht noch nehmen, bevor wir hier wegfliegen. Gut, dass unser Flak das mal erleuchtet hat, dass da eine Strebe ist im Weltraum, gegen die wir jetzt nicht fliegen sollten. Und wir haben irgendwo wieder Gegner. Ach, eine Outlaw-Drone. Okay. Ja, aber das interessiert uns jetzt nicht. Dann fliegen wir mal schnell hier rüber. Und holen das noch eben. Und ich werde mal versuchen, auch darauf zu achten, dass, dass mein Leben, dass hier mein Display rumflackert. So, Kristalle sind damit gemeint. Da irgendwo ist. Ah, hier ist auch der Container. Credits. Credits höre ich immer gerne. So, da ist ein GNB-Fighter. Da ist das Erz. Da sind Container. Ich glaube, hinter uns ist nichts mehr. Und ich muss sagen, ich glaube, die Drohne hat sich mittlerweile auch zerstört. Ich sehe sie jedenfalls nicht mehr auf meinem Radar. Genau, bin ich. Oh, fies. Ich könnte tatsächlich jetzt hier Override auf das Schiff geben und das würde für mich kämpfen. Schon übel so. Ah ne, da ist sie ja wieder. Hm. Mainframe overridden. The compromised vessel will now attack its allies. How entertaining. Ja, ein wunderbarer Satz dazu. How entertaining. How entertaining indeed. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt hier so rein. Und wir haben jetzt eine witzige neue Secondary-Waffe. Die macht... Tauschen wir sie. Den Minecluster fanden wir eh beim letzten Mal nicht so cool. Ja, also ich habe ja auch mit YouTube-Videos angefangen, tatsächlich. Das heißt, da hat niemand mit mir geredet, selbst, also nicht mal so per Chat oder so. Oder ich hätte noch nicht mal Hoffnung gehabt, dass da irgendwer antworten können. Sondern tatsächlich, da war von Anfang an klar, wenn ich da rede, dann rede ich für mich und dann rede ich für das zukünftige Publikum. Das ist tatsächlich... Es ist weird, vor allem am Anfang. Man muss sich dran gewöhnen. Aber dann, oh ja, wenn man eh schon quasi mal mit sich selber angefangen hat zu reden, dann ist es auch gar nicht mehr so schwierig. Also, oh, was haben wir hier? Energize Boost, ja, das wollen wir nicht. Ja, aber wir haben jetzt irgendwie cooleres Stuff und hier die Scattergun, die wollen wir auch nicht. Salvagen wir auch mal. Dann setzen wir doch hier mal auf den Ocker Interceptor mal hier das hier an.